Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel Rot-Weiß Essen gegen den SC Verl. Das Endergebnis lautet 2:0. Die Tore für Rot-Weiß erzielten Rabihic und Jesic. Wir hatten 6.773 Zuschauer und hier am Tisch zwei Trainer, die ich herzlich begrüße, nämlich unseren Gast vom SC Verl, Andreas Golombek, und von Rot-Weiß Essen, Sven Demant. Unser Gast ist Herr Golombek, deswegen darf ich ihn bitten, den Anfang zu machen und seinen Kommentar zum Spiel zu sprechen. Ja, erstmal Glückwunsch an RWE und dann Sven Demant zu dem Sieg. Ich glaube, ganz zum Schluss geht das in Ordnung. Aber erstmal auch ein Kompliment an meine Mannschaft. Wir sind hier Jahre immer hingefahren und haben sehr tief gestanden, eigentlich sehr viel Glück immer gehabt und irgendwann ab 80. oder 85. haben wir ein Tor gekriegt, sind dann nach Hause gefahren und hatten nicht einen Hauch einer Chance. Und wir sind einfach hingekommen und haben gesagt, wir wollen einfach mal ein bisschen mutiger spielen. Und ich glaube, das haben wir auch gezeigt. Wir sind vorne drauf gegangen, haben den Gegner auch versucht, unter Druck zu setzen. Wir haben am Anfang, erste Halbzeit, zweimal richtig Glück oder besser gesagt einen richtig geilen Torwart, der 200-prozentige Chancen rausholt. Ja, zwei Kopfbälle. Da mal ein bisschen Glück, da kann man dann zurückliegen. Aber dann haben wir dann zweite Halbzeit die erste richtig große Chance mit dem Lattenschuss. Sonst haben wir auch gar nicht so die ganz großen Chancen gehabt, vielleicht zwei, drei kleinere. Deswegen geht das in Ordnung. Nur ist es ärgerlich, wenn dann von der Außenposition ein Freischuss, der 40 Meter vom Tor entfernt ist, dann eben da durchzischt. Also ich meine, auch den Mut zu haben, da aufs Tor zu schießen, nur der geht durch Verl und durch Essen alle durch. Keiner hält ein Bein hin und dann fällt der hinten rein. Ist natürlich ärgerlich. Auch wenn es nachher verdient ist, ich glaube, wenn das Tor nicht fällt, dann können wir hier auch einen Punkt mitnehmen. Und dann das Zweite spielt Essen einen richtig guten Konter aus. Und der macht das natürlich überragend, geht nach innen und haut ihn dann auch mit seinem starken rechten Fuß da oben in den Giebel. Deswegen also Glückwunsch nochmal, geht in Ordnung. Wir sind aber nicht enttäuscht. Also wir haben das ordentlich gemacht, wir haben gut mitgehalten. Wir haben sehr viele junge Leute in den letzten Wochen, letzten Monaten eingesetzt. Und für die war das natürlich auch ein Erlebnis vor so vielen Zuschauern. Und ich glaube einfach, das haben die auch gut gemacht. Wir sind auf einem guten Wege. Heute hatten wir wieder 7 Leute, die U23 spielen können und 6 Leute, die in unserer eigenen A-Jugend auch gespielt haben. Wir sind auf einem guten Wege. Ich weiß, die letzten Jahre hat man immer gesagt, Verl ist die älteste Mannschaft der Liga. Das hat sich so ein bisschen verändert und den Weg wollen wir auch weitergehen. Und ich hoffe, dass die Jungs sich weiterentwickeln und dass wir dann irgendwann mal auch so eine gute Mannschaft haben wie Rot-Weiß Essen. Nur meistens gehen dann die guten Spieler dann zu großen Vereinen, um da weiterzukommen. Aber wir werden uns dann immer wieder was basteln. Ich drücke natürlich die Daumen, dass es jetzt mit dem Gewinnen weitergeht und dass man da oben vielleicht nochmal angreifen kann. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Golombek. Und nun bitte ich Sven Demant um seine Aussagen. Ja, ich sehe das Spiel ähnlich wie mein Kollege. Ich glaube, der Sieg geht in Ordnung, weil wir schon wesentlich mehr vom Spiel hatten. Auch erste Halbzeit, wie gesagt, ein, zwei Chancen hatten. Es war ein ähnliches Spiel wie die erste Halbzeit gegen Rödinghausen, wo wir auch ja schon überlegen waren, immer aufpassen mussten auf Kontern, aber richtig, richtig gut verteidigt haben, schon im Ansatz, wenig zugelassen haben. Nur der Ball wollte eben nicht ins Tor, oder der Torwart hat ihn gehalten. Ich habe dann zur Halbzeit den Jungs gesagt, dass wir nicht die Nerven verlieren dürfen, dass wir nicht in irgendeinen Konter laufen und in Rückstand geraten, so wie es eben gegen Rödinghausen der Fall war. Und da muss ich sagen, glaube ich schon, dass wir einen Fortschritt gemacht haben, weil wir eben sehr wenig zugelassen haben, bis auf den Lattenschuss. Aber wenn einer aus 20 Metern so schießt, ist es manchmal schwer, den überhaupt zu verteidigen. Ich glaube, das war ganz schwierig. Ansonsten haben wir eben sehr gut verteidigt. Ja, und ich glaube, wir haben das Glück dann einfach auch mal erzwungen mit dem Ball vom Kasim. Wir hatten gefühlte, keine Ahnung, jede Menge Ecken, Standards, wo man immer schon auch draußen dachte, gleich kann einer reinrutschen, weil alles irgendwo gefährlich war, wenn es auch nicht die hundertprozentigen Chancen waren. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, hat auch verdientermaßen Kasim das Tor gemacht. Ich mache es ungerne, aber ich fand, der Junge hat heute ein klasse Spiel gemacht, wie in den letzten Wochen dann auch schon. Er hat schon eine andere Körpersprache, wie er mal hatte, und unabhängig davon ist er auch ein klasse Fußballer. Deshalb war es mehr als verdient, dass er das Tor gemacht hat. Ja, und haben halt eben nochmal einen Konter ausgespielt und man hat dann auch gemerkt, dass wenn wir einmal in Führung sind, ja, dann sind wir schwer zu schlagen. Nur wir hatten jetzt bei Heimspielen, wo wir leider nicht in Führung gegangen sind, obwohl wir genügend Möglichkeiten hatten. Und da müssen wir eben dran arbeiten, genauso wie heute, dass wir dann nicht die Ruhe verlieren. Dann werden wir schon noch einen machen. Dankeschön. Ja, danke Sven Demant.
Gelegenheit für Sie, jetzt noch Fragen an die beiden Trainer zu stellen. Kurze Wiederholung Ihrer Fragen sei erlaubt für die Übertragung in die anderen Räume hier im Stadion. Bitte. Verletzung von Frank Löning, wissen wir schon mehr? Eine Frage zur Verletzung von Frank Löning. Nee, wissen wir noch nicht. Er wird, glaube ich, gerade noch vom Doc untersucht und dann wird alles Weitere geklärt. Noch ist der Knöchel nicht so angeschwollen, keine Ahnung. Er hat einen Tritt drauf gekriegt, ist dabei umgeschlagen oder umgeknickt vielmehr. Muss man jetzt ganz einfach mal abwarten. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht so dramatisch ist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht genau. Keine weiteren Fragen. Dann ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Unseren Gästen eine gute Heimreise, alles Gute für die Zukunft und Ihnen allen Tschüss, bis zum nächsten Mal hier im Stadion. Ja.